liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Wie man sehen kann, sind wir gerade in DM, denn wir haben ja schon angekündigt, wir machen demnächst Urlaub und wir sind gerade dabei, einige Sachen einzukaufen bezüglich unseres Urlaubs. Okay, das sind jetzt allgemeine Sachen. Wir haben jetzt angefangen, kurz. Genau, und zeigen euch, was wir alles mit in den Urlaub nehmen werden. Das ist unser erster gemeinsamer Flug zu dritt und Medinas erster Flug überhaupt. Und Leute, ihr könnt kommentieren, was uns noch fehlt, denn wenn dieses Video online kommt, sind wir noch in Österreich. Deswegen haben wir noch Zeit, alles zu besorgen. Also wir sind über jeden Tipp dankbar. Aus DM sind wir jetzt raus. Was wir genau gekauft haben dabei, zeigen wir euch dann zu Hause, wenn wir alles auspacken. Wir gehen jetzt noch schnell einkaufen, denn ja, uns fehlen ein paar Sachen zu Hause. Unser dabei Einkauf. Heute Abend gibt's Date, Alhamdulillah. Heute mache ich Essen. Das ist so peinlich. Das macht Momo immer. Auf jeden Fall, Freunde, wir haben die Sachen jetzt schon, also den ganzen Einkauf schon eingeordnet. Wir haben voll vergessen, es euch zu zeigen. Aber ich werde die Sachen noch raussuchen, die ich gekauft habe, beziehungsweise die ich dann schlussendlich sowieso mitnehmen werde. Dabei gibt es jetzt mal Abendessen. Date. Irgendwie, Freunde. Warte kurz, man glaubt, okay, wir essen nur Fertigsachen. Weil wir in letzter Zeit so oft draußen essen, beziehungsweise überhaupt diese Pizza so essen. Wir filmen diese Sachen meistens nicht. Zum Beispiel zum Mittag habe ich noch gekocht. Und so richtig gut. Aber das haben wir nicht gefilmt. Ja. Hate jetzt nicht, wir essen nicht immer draußen. Ja, okay. Jetzt mache ich Pommes auf jeden Fall. Ja. Und ganz gesund. Essen gekommen ist, gell? Deswegen bist du so. Mhm. Ja. Ja, Freunde, das hat sich echt noch nicht geändert. Nicht nur wir haben Hunger. Date. Kranke Date. Aber diese Pizza, probiert das mal. Das ist einfach nur, wir lieben diese. Ja, das ist die beste Pizza. Das ist besser als jede Pizzeria. Aber ich sag dir ehrlich, das ist so Geschmackssache. Jeder feiert was an. Ich liebe das. Wir lieben das. Wir sind so, keine Ahnung, wir lieben das. Ja. Ich weiß nicht wieso. Jetzt essen wir. Gönn dir, bra. Ich gönn mir, bra. Danke, bra. Guten Morgen, Freunde. Und zwar, ich bin wieder mal unterwegs mit Medina. Es ist Sonntag in der Früh, das heißt Daddy Dodo Time. Wir sind mit Medina ein, zwei Stunden draußen, damit Malika ein bisschen schlafen kann wenigstens. Ich weiß nicht, wir sind einfach draußen. Wir gehen gerade, keine Ahnung, was wir machen werden. Ich gehe mal zuerst Geld abheben und dann schauen wir mal weiter. Es ist halt Sonntag, es hat gar nichts offen, aber ja. Ich glaube, ich spaziere mit ihr eineinhalb Stunden, bis sie anfängt Hunger zu haben und dann ab nach Hause. Mittlerweile bin ich auch wach und die sind schon zu Hause. Ich habe uns jetzt auch eine Kleinigkeit zum Essen gemacht. Das gibt es zum Essen. Das sind so Bowls. Genau, das ist unser Frühstück. Ihr seht ja, wo Medina ist. Ihre Hand seht ihr gerade. Und ja, das gönnen wir uns jetzt. Das ist so geil. Das schmeckt voll gut. Das empfehlen wir jeden. Da drin ist so Kokos. Das ist Alpro-Joghurt. Genau, Alpro-Kokos-Geschmack haben wir immer. Und dann gibt man hier immer so Müsli, Studentenfutter. Diesmal hat sie Marille reingegeben, oder? Ja. Und Chiasamen hat sie auch. Schmeckt richtig gut. Das mischen wir und das schmeckt so geil. Ja. Gönnt euch. Ihr Lieben, ich habe schon ein bisschen Haushalt erledigt, also beziehungsweise den ganzen Haushalt erledigt. Ich, habe mich auch schon angezogen. Ich muss mich noch schnell schminken. Medina haben wir währenddessen nämlich gefüttert und gebadet. Sie schläft jetzt ein bisschen, sicher nicht lange, sie steht sicher gleich auf. Ich wollte euch, bevor wir noch rausgehen, schnell den Einkauf von gestern zeigen, beziehungsweise Sachen, die wir generell für den Urlaub jetzt besorgt haben. Da sind echt tolle Sachen dabei und ich freue mich schon, es euch zu zeigen. Fangen wir direkt an. Da ist ein bisschen mehr sogar als der DM-Einkauf drinnen. Aber hier einmal der DM-Einkauf, also einmal Schwimmwindeln in der Größe S. Sie wiegt jetzt so knapp zwischen 6 und 7 Kilo, deswegen passt das perfekt. Wir haben jetzt nicht so viele gekauft, Freunde, die waren echt teuer, muss ich sagen. Und wir sind uns nicht sicher, ob wir sie so oft ins Wasser geben werden, weil, ja, ihr wisst ja, Wasser ist nicht so sauber. Mal schauen. Dann haben wir einmal Waschlappen für zu Hause, das brauchen wir generell immer.
Auf Empfehlung von einer Freundin von mir haben wir diesen Schwimmreifen gekauft. Der passt gerade noch. Also der ist eigentlich erst für Babys ab 3 Monaten, aber Medina wiegt schon 6 Kilo. Freunde. Wir werden es versuchen. Wenn es geht, geht's. Wenn nicht, dann nicht. Dann geht es irgendwann später dann auch. Nächste Urlaub ist schon. Genau. Dann hier haben wir einmal, was wir aus der Drogerie haben, beziehungsweise aus der Apotheke. Für Medina haben wir Sonnencreme aus der Apotheke. Wir haben diese, also diese zwei Sachen haben wir noch vom letzten Jahr. Das sieht man. Das steht nämlich alles auf Türkisch. Sonnencreme und Sonnenöl. Und für dieses Jahr probieren wir dieses, also diese zwei aus. Das ist für ein transparentes Sonnenspray. Und einmal dieses Sonnenöl. Und das habe ich mir auch noch zugelegt. Dass man sieht, dass diese Sachen da drinnen waren. Das ist so ein bisschen, soll ich sagen, wasserabweisender. Und damit es in der Tasche nicht ölig wird, werden diese Sachen da reinkommen. Ja, so viel dazu. Uns fehlt aber noch Mückenspray oder was gegen Mücken. Das auf jeden Fall. Ja, das muss ich mir noch anschaffen. Auf jeden Fall eins vorab, Freunde. Wir haben den, also den kennen auch sicher voll viele, den Bali Frühstück genommen. Ihr bekommt wieder mit dem üblichen Code DECALES55 55% auf alles und das lohnt sich auf jeden Fall bei, sage ich jetzt einmal, so etwas teuer. Die also, Sachen von Frühstück sind wirklich ja, die sind wirklich geil. Wir verwenden die. Wir haben ja mit Ihnen gerade gebadet und wir haben es auch mit der Frühstück-Badewanne gemacht. Ihr kennt die schon und ich bin, also ich habe viel Gutes darüber gehört. Deswegen, ich bin also jetzt auf bin ich mega beeindruckt, aber Momo zeigt euch echt warum. Los geht's! Ich glaube, das Teil wiegt so 7 Kilo. Genau, ja. Das Teil wiegt so 7 Kilo. Es geht, für einen Mann geht das easy. Auch für eine Frau, es okay. Es geht für Neugeborene bis 22 Kilo. Das ist was sehr praktisch ist. Ihr fragt euch jetzt, wie soll ein Neugeborenes da drinnen sitzen? Bitte zeigt es uns. Weil es jetzt in Sitzposition ist, es geht ur-easy. Einfach hier ranziehen. Ja. Und dann, wartet, einfach runterlegen. Wuh. Fertig. Genau, zeig es jetzt mal von vorne. Also ihr müsst euch vorstellen, genau, da wirst du drin sitzen. Hier ist wieder so ein Dreipunktgurt, genau. Heißt das, glaube ich. Wir haben extra ein Polster, das zeigen wir auch noch. Es gibt ein Polster noch, was mitgekommen ist. Fußsack ist auch mitgekommen. Fußsack ist auch mitgekommen. Aber jetzt für Sommer ist es irrelevant, Fußsack für Winter eher. Ja. Und das wird so unser Reisebuggy sein. Genau, also der ist wirklich toll, den gibt es in 3 verschiedenen Farben und an sich ist der Stoff schon wasserresistent, zeigt man von hinten, also ist da ist ja nach vorne gerichtet ist. So, wir können einfach wieder rauf. Wenn das Kind dann älter ist, also das wird, sitzen. Das kann ich euch sagen, Freunde, das wird unser neuer Reisebuggy, der kommt egal, mit auf Reisen. Egal, wo wir reisen. Das werden wir jetzt testen. Flügen, also mit Flügen wird der auf jeden Fall mitkommen. Für Flüge ist der auf jeden Fall, also, man hat eh so viel Gepäck und deswegen glaube ich... Wir werden ihn nächste Woche testen, zum ersten Mal. Schauen, wie er sich da schlägt. Und, Zeig mal, wie leicht man ihn zusammenklappen kann. Das finde ich auch sehr toll. Leute, zusammenklappen ist echt easy. Wie klappt man den? Einfach runter. Da, warte, das ging zu schnell. Da beim Hebel runter, easy. Und dann, die Anleitung ist aber dabei, Freunde. Ja, die Anleitung ist dabei, ich mache es jetzt türkisch. Und kurz erklärt, Freunde, die Anleitung war sogar auf Englisch und sogar er hat es verstanden. Also die Anleitung ist wirklich easy. Alhamdulillah. Und dann einfach runterklappen. Ja. Einfach easy runterklappen, schauen, dass die Räder auch nach unten schauen. Tag. Und hier macht es Klick. Genau, hier auf der Seite müsst ihr schauen, dass es zusammen, also zusammenklappt. Man hört es ja auch. Okay, da schon. Koffeeffekt. So. Tag. Und? Tag. Und dann ist. Das finde ich auch mega geil. Hier, das ist eigentlich, glaube ich, Fußständer, aber egal, keine Ahnung, was es ist. Hier kann es sein und es geht easy, sogar für eine Frau. Probier du mal. Ja, gut. Halte. Und? Geht's? Der wiegt weniger als unsere Wickeltasche. Aber egal. So, Freunde, das sind die Accessoires. Das ist jetzt gerade ein bisschen irrelevant, weil es doch Sommer ist. Aber überhaupt dann, wenn sie im Winter sitzen. Im Winter sollte sie ja schon sitzen können, selbstständig. Und da passt das auf jeden Fall, also der Fußsack auf jeden Fall perfekt. Also da seht ihr auch, das ist auch drinnen dann gepolstert, also etwas wärmer. Hier ist eine Kopfstütze, die werden wir, also ich werde schauen, ob ich die verwende oder nicht. Man sollte es schon verwenden. Ich schau mal, wie sie sich darin tut, weil... es ist doch ziemlich heiß, ist dort, wo wir hinfliegen. Deswegen, Freunde, mega geil, ein Schirm wieder. Das ein Regen- oder Sonnenschirm, gell? Umbrella steht. Es steht nur Umbrella. Also entweder für Sonne, ich glaube, der ist für Sonne und Regen. Ah ja, also mega geil. Für Sonne, für Regen hast du ja extra. Ich glaube, das kommt auf jeden Fall. Kommt das mit? Ich denke schon, Freunde. Getränkehalter. Ich glaube,
noch nicht, Mamas können nicht verstehen, wie wichtig das ist, aber Mamas verstehen, wie wichtig das ist. Und das können Mamas auch verstehen und nicht Mamas, weil ein Handyhalter, und ich glaube, Frauen können das gut verstehen, denn wir Frauen haben einfach, zum Beispiel, ich habe jetzt einen Rock an, ich habe einfach keine Hosentasche und ein Handyhalter ist echt wichtig, den werde ich jetzt sogar an unseren Cybex anbringen. Der kommt mit. Dann kommen wir einmal zum Moskitonetz. Freunde, das ist wichtiger als man denkt, der kommt auf jeden Fall mit. Und wie wichtig das ist davon, das, ich glaube, das ist selbstverständlich. Das kommt nicht mit. Wir hoffen nicht, dass noch dass das gebraucht wird. Dann habe ich hier noch einmal so eine Thermosflasche für kalte und warme Getränke. Da steht es eh. Finde ich auch mega. Ich finde halt das Design immer sehr schön. Es ist sehr klassisch, es ist schlicht gehalten und nicht so viel drum und dran. Wobei ich sagen muss, da passt es genau. Also von denen kann man auch nie genug haben. Ja, Freunde, dafür ist es echt ein bisschen früh, muss ich sagen. Aber an die Mamis, die jetzt schon Kinder haben, bei denen sie Beikost, also bei denen ihr Beikost eingefügt habt, also die mit Beikost begonnen haben, Freunde, das ist mega, mega geil. Dazu komme ich aber später noch einmal, denn Medina braucht das noch nicht. Wenn wir es verwenden kannst. Aber diese Sache, oh, darauf habe ich mich auch so mega gefreut. Freunde, oh mein Gott, wir haben so Water Wipes, die sind echt mega geil, aber der Klettverschluss von diesen Feuchttüchern sind so schlecht. Und wenn dieses Klettverschluss einmal abgegangen ist, dann kannst du das Ganze wegkauen. Ich zeige euch sogar, dass ihr das verwenden. Ja, dann ist es komplett trocken, die ganze Packung. Das ist einfach schade, deswegen ist das mega geil. Also hier. Nicht nur... Ja. Genau, bitte einmal hier. Wir verwenden gerade das. Und Freunde, genau das meine ich. Es geht einfach super easy zu. Es steht, dass es eigentlich für Reisen ist, aber wir verwenden es für den Alltag. Muss man einpacken, bevor genau, wir das fällt. Nicht vergessen. Und ja, das ist unsere diesmalige Twistcheck-Bestellung. Und wir müssen los. Unsere Freunde sind schon losgefahren und ich bin noch nicht geschminkt. Ich muss mich ganz schnell schminken und dann geht's auch schon los. Wie gesagt, Freunde, das war unsere jetzige Twistcheck-Bestellung, sicher nicht die letzte, aber damit ihr auch natürlich super spart, wie gesagt, mit Decales 55 kriegt ihr 55% auf den ganzen Shop und ja, viel Spaß beim Shoppen. Wir sind jetzt essen mit den gleichen Leuten am selben Ort. Letzte Woche waren wir schon hier. Ich habe euch den Ort schon gezeigt. Ich kann es euch noch genauer heute zeigen. Letzte Woche waren wir hier aber nur was trinken. Und diesmal werden wir hier was essen. Wir zeigen euch alles. Ja, Andi ist auch da. Und die andere Family ist auch hier. Und wir schauen jetzt an, was wir essen werden. So, das Essen ist jetzt gekommen. Grilltella. Hey, ich bin hungrig. Einmal Grilltella. Noch eine Grilltella, das ist mit Liebe, auch. Ohne Liebe. Ja, sie ohne Liebe. Und? Beti einmal für sie. Beti für ihn. Und Akif hat auch ein Grilltella. Ja, der hat versteckt. Genau. Einmal Salat. Noch es gibt was? Auch Salat. Dabei passt das. Ja. Man will Pilav jetzt in Jam. Fladenbrust und ich bringe genau. Willst du noch was? Fladenbrust. Ja. Andi, willst du noch was? Tamam, getirmene gerek yok usta. Beraber şey yapalım. Beraber oradan şöyle geç. Şundan biraz isteyeyim sana. Fladen var. İyi, ben iyiyim. Borçala var. Nachspeise ist gekommen. Alle haben das gleiche. Alle haben zufälligerweise das gleiche. Und? Ich hab Katmer. Okay, danke. Dankeschön. Also schaut richtig gut aus. Ja, das ist so, was ist das, Saki? Schlagsahne, ne? Schlagsahne. Oder was ist das? Schlagsahne, oder? Oh ja. Was ist das? Biene. Da ist Biene. Dann geht. Okay, jetzt gönn mal, oder? Ja. Du bist wie Soldat, Bruder. Ist, dann probier mal. Jetzt mit keinem da. Außer Andi. So, lass mal abim. Gestern noch LSD aus Tetra Pak. Heute Kaffee Latte, was sagst du? Ich mal Eis gegessen. Ja, aber wir gönnen uns richtig, Freunde. Wir würden auch gern runter mit Aussicht gehen, das zeigen wir euch aber noch. Also an die Nicht-Eltern. Wirklich eine Empfehlung. Ich bin eh noch dort. Aki will unbedingt, er sagt sogar die ganze Zeit, Rümeysa, wartet ihr hier, wir drei gehen runter. Aber glaubt mir, Leute, Rümeysa ist nicht so einfach. Rümeysa macht es einem echt schwer. Auch. Oder ja. Ja. Schau, siehst du? Na, ja. Na, und also es beginnt leider zu regnen, aber ich wollte euch noch den unteren Bereich zeigen. Hier ist die Aussicht. Aber es beginnt leider zu regnen. Also an die, die keine Kinder haben, auf jeden Fall.
eine Empfehlung. Okay, Andi, Bruder, das war's. Das war's, er ist Bäcker, Bruder, er darf. Er darf gehen. Er darf gehen. Andi, da haben wir, go. Ja, ihr müsst ja auch gehen. Mein Pass ist bei ihm, oder? Bruder, ich kann nicht irgendwo reisen. Wir haben Pässe schon abgegeben, Bruder. Tschüss, so klar, Andi, schau. Okay, Andi geht Shisha mit Freunden. Wir gehen auf jeden Fall zu denen. Der berühmte Spiegel von Rümeysa. Da. Da ist noch seht. Ja, wir gehen jetzt zu denen rauf und gönnen uns das Match, oder? Ich weiß, er ist kein Match-Fan. Egal. So, wir sind jetzt oben angekommen und gleich Diabetes to go bekommen. Auf jeden Fall Gastfreundschaft. Ja, ist auf jeden Fall da. Aber wir trinken nur Wasser. Team Wasser. Was Team Wasser, Freunde? Ich habe gesehen, Rümeys hat Cola getrunken. Malika fand direkt auf Ex, Bruder. Jetzt. Lüg jetzt nicht. Aber auf jeden Fall. Aki, Team Wasser, Bruder. Nur Wasser. Ganz, ich trinke jetzt. Nicht vor Kamera, aber. Aber wir chillen jetzt auf jeden Fall und gönnen uns irgendwas auf Netflix oder so. Ja. Wir sind jetzt zu Hause angekommen, es ist schon echt spät, wir sind voll müde, aber es war so geil bei denen. Wir haben ungelogen, glaube ich, noch 20 Minuten an der Tür geplaudert. Aber der Tag muss enden, wir haben beide Kinder, seht mir, hat schon geschlafen, Medina schläft jetzt mittlerweile auch schon. Das war wieder mal toll, wir verstehen uns einfach gut mit denen, die Chemie stimmt. Auf jeden Fall, ja, wir schlafen jetzt auch. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn nicht, abonnieren nicht vergessen, denn es muss schnell gehen, Leute. Und das war's von Dekalis. Ciao.